Hinter mir steht der neue Hyundai Ioniq 5N. Und warum das Elektroauto spezieller als andere ist, zeigen wir dir jetzt. Der Ioniq 5N hat nicht nur eine Spitzenleistung von 650 PS und ein Drehmoment von 770 Nm, sondern er sieht auch noch viel sportlicher als der normale Ioniq 5 aus. Hier haben wir an der Front und an der Seite ganz viele Lüftungsschlitze sowie einen Heckspoiler und eine verbreiterte Karosserie. Innen durch hat der Ioniq 5N beheizte und gekühlte Alcantara-Schalensitz und viel Ablagefläche. Speziell ist aber das Fahren. Der Sprint von 0 auf 100 schafft eine knapp 2,3 Tonnen schwere SUV in nur 3,4 Sekunden. Schluss ist bei 260 km/h. Ihr habt richtig gehört. Der Ioniq 5N verfügt über Motorensound. Und zwar nicht nur einen, ihr könnt nämlich zwischen drei verschiedenen auswählen. Sobald man den Knopf vom Lenkrad drückt, wechselt der Hyundai den Modus mit Drehzahlanzeige. Jetzt imitiert das Auto ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Wir können hier mit Hilfe der Schaltwippe ausschalten. Der Ioniq 5N hat wie die meisten Elektroautos ein Einganggetriebe. Durch die Steuerung vom Motordrehmoment wird aber der Schaltvorgang spürbar und so wie im echten Verbrenner simuliert. Bringt dann das Ganze auch etwas? Abgesehen von sehr viel Spass, überhaupt nicht. Das Allradsystem bringt die Leistung sehr gut auf die Straße, sodass man zumindest auf trockenen Straßen praktisch nie ins Rutschen kommt. Je nach Ladesäule ist der Ioniq in 18 Minuten von 10 auf 80% geladen. Der Ioniq 5N kostet in der Basisversion knapp 80.000 Franken. So wie er da steht, kostet er rund 85.000 Franken. Und du, würdest du dir das Elektro-SUV kaufen? Schreib es unten in die Kommentare.